Hey Leutchen, und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Kochi und hier irgendwo ist Lenny. Und ja, da möchten wir mit uns reden. Wir machen hier mal ganz kurz wieder den Kram. Halt, so. Ich drücke ganz schnell A und erhoffe, dass ich schneller bin, aber bin ich nicht. Kann ich eigentlich lassen. Doch, nee, A muss ich gedrückt haben, dann läuft er doch ein Tick schneller. So, schon mal einen ablegen. Und dann gibt es wieder so einen weißen Cowboy-Punkt. So einen hellen Cowboy, einen schwarzen Punkt. Und das ist dann schon mal ganz gut. Da füllen wir ein bisschen die Anzeiger. Dauert zwar immer das. Keine Zeit. Dauert zwar immer das Ganze. Halt. Muss gucken, Wasser ist vielleicht nicht so gut, da ja dort an der Seite jemand wartet. Mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Ah, da geht Feuer runter. Wir peilen mal den linken Punkt an. So. Könnt ihr fein futtern. Und schnell weg. Hier gab es noch zwei. Das eine ist was weg und was holen. Bestimmt wieder Wasser und dann da hinten reinkippen. Jetzt mal hinsetzen kurz. Morning. What's the sheriff's costume all about? Okay. Mehr ist nicht los, gehen wir weiter. Haben uns kurz hingesetzt, ausgeruht, aber wir haben ja vorher auch schon sehr lang geschlafen. Deswegen musst du eigentlich fit sein, der Kleiner. Achso, einmal Hammer. Können wir nehmen. Da gehen wir gleich hin an den Baumstamm. Na, steht auch Füllen da? Jetzt steht Füllen da. Zack. Wo ist es? Oh, da ist ein Fragezeichen. Da guck mal eine an. Dann bringen wir erst das schnell weg und gucken mal da, was ich da in die Fragezeichen. Versteckt. Früher war man noch Holzhacken, was ist früher? Hi. Unser letzten Standpunkt war Holzhacken, das war auch ganz gut. Das ging auch eigentlich ganz entspannt. Und? So. Das mit der Säcke, die müssen wir auch irgendwo hintragen, aber reicht erstmal. Guck mal, was die möchte. Keep it up, Arthur. You look odd.
You wanna talk? Achso, warte, wir setzen uns hin. Halt. Setzen. Geht setzen? Okay, geht wahrscheinlich nicht, dann. I don't know. I just don't feel myself. Been out a lot. Sure. Anything fun? I've been bad. I've been killing animals just for the hell of it. That's it. Well, also killed a bunch of innocent folk. I don't know why. What's wrong with you, Arthur? I just get so angry about everything, about how this is gonna end. Well, it'll only end well if you keep your mind, Arthur. We need you. I know. Ah, ist das jetzt? Oh, schön, haben wir geredet. Finde ich so gleich viel besser. Wenn man mit der spricht, was ihn so betrifft. Ja, ich komm gleich. You got a lot on? So, what do you think of this place? Not bad. Nice to be by the water. Yeah, it'll do for now. Okay. Dann hallo. Just hunting for all this hillbilly gold that Dutch and Hosea seem to think is out there just waiting to be stolen. Why? I got something. Could be good. Yeah? Yeah, I was in Rhodes talking to some of the colored folk. They said there's a gang of fools holed up in the swamps east of here who think their war ain't never ended. The Civil War? Yeah, apparently it's still raging in these fools' minds 30 years later. Okay. That ain't my point. These ignorant fools are weapon dealers. And in their dealings, sometimes sit on a decent pile of cash. Yeah, been selling weapons to Cuba and South America for years. Anyway, the old boy I was talking to reckoned there might be a bunch of cash just sitting around. And failing that, maybe a nice stash of weapons. With just a bunch of crazies, Gardner? Exactly. Well, worth taking a look at least, isn't it? That was my thinking. Said it was at some place called Shady Bear, deep in the woods. Okay. I was hoping you'd be in. If it's how they told it, it's gonna be something, all right. We'll see. Na gut, schauen wir hin, mal gucken, was uns da erwartet. Ob wir neue Waffen kriegen, die uns gut sind, oder doch nur Geld. Ich glaube, wir können sowohl beides gebrauchen. Ja, los, spring drauf. Come on, it's this way. On me. Ja, hält's mich nicht so. Wo ist er denn? Jetzt habe ich ihn schon gefunden. Nein, da ist er. Jetzt können wir. These crazies before. You've been drinking again? No. Well, yes, but no, that's not how I might have met them. I think some of them harangued me and Sadie when we were coming back with supplies. So, jetzt geht's. Hier nehmen wir die. Hier haben wir auch irgendwas mit viel, richtig viel Schuss. Mrs. Adler. Yeah. And Mrs. Adler did just fine. More than fine, actually. She's terrified. But I got a notion these fellers is one and the same. Yeah, we won't find no shortage of angry Peckerwood idiots in the state of Lemoyne. That's for sure. Is it really that different in this state? We haven't come far. It seems like it is. These boys got a manner about them that I haven't necessarily noticed. All respect, Mr. Morgan. You wouldn't notice. Might call you a nigger lover. They see us riding like this. But most of it is a glance or a word. And after that, a visit in the night. Well,
Out west is... Out west is out west. And you're all who you are. Decent folks. But some places down here, they judge differently. Well, guess it can't be so easy for you, Lenny. Oh, sorry you're caught up in this. Well, I guess their gold's still shining, and their guns still shoot. So I'm game for robbing any and every one of these bastards for all they got. Okay, then. Plus, it beats being lynched back in Blackwater with all of you by my side. I guess it does. Okay, dann doch hier lang. Feels like we're close. It's a run-down old plantation house, down in the bayou somewhere. Let's take it slow. Be cautious. If, like you say, these crazies are sitting on weapons, we're gonna wanna strategize a little before getting shot at. Of course. They said find the old battlefield and keep on going. Well, we got some wrecked old Civil War weaponry. Now where are the wrecked old Civil War holdouts? See that church up ahead? They're supposed to use it as an outpost. Heard they got men going between here and the big house all day. Okay. Look at this field. Imagine getting caught up in a fight like this. Yeah, I don't care to. Hold those reins in. Let's just take a look around the place. I hear you. It doesn't look like anyone's here. We don't know that for sure. Let's have us a nosy. Hear that? Someone's on the track. There, a wagon. Let's see where he's going. Oh, smell it. You're on me now. Right behind you. Let's keep our distance. Mm-hmm. Just two fellas out on the road. Are we following this guy or what? Maja, was denn? Verlassene Kirche. Nö, die können wir auch wieder. Oh, doof. So ein Mist. Toll. Am Ende. Also nochmal gescheitert, weil ich da zu lange geguckt habe. Someone's on the track. Habe ich schon Wildschweine gejagt? Look there. A wagon. Let's see where he's going. You're on me now. Right behind you. Let's keep our distance. Just two fellas out on the road. Those crates in the back, they look like explosives to you? Could be. Worth a follow, at least. I think I see something. End of the avenue, between the trees. Might be it. Might be. Keep it steady. Hey, big plantation house. Must be Shady Bear. I reckon we can leave our mounts up there, off the trail. Good enough to me. Absteigen oder? Okay, schon. Come on. We can get a view on that wall up
bring your sighted rifle. I'll pick the other side. You get in cover there. You see anything through your scope? Just a moment. I'll wait on your say. You got men covering the house. You got men everywhere. Off near the porch. I know dynamite crates when I see them. We got something, right? Oh, we got something. We can hit them head on, fight them honest. Or you could go down there acting friendly. Friendly? With these folks? Just draw them into one spot, then I'll start shooting. Well, that might be the dumbest idea I've ever heard. But hey, I'm always up for a performance. You gonna make a call? Schicken wir die los oder schießen wir aufs Dynamit? Just give the word. Ja, hältst du mich nicht so. Gonna hit him head on. You save your play acting for Jose and the girls. Fine by me. As soon as you shoot, I'll go. Ist das das hier? Ich schieße immer eins drüber. Ist da hinten noch einer? Ich würde meinen, ja, ich sehe aber keinen. Da ist noch ein Mädchen. Na toll, sowas wieder im Stand der 100%igen. Da hinten sind noch ein paar. Oh, das ist weg. Die ist nicht gut. Oh, was ist los? Wo ist denn hier einer? Schlinge. Schleicht er sich einfach so an. Sind noch welche? Ach, da vorne ist noch einer. Zwei. Wie habe ich das vorhin gemacht? So, und da war noch einer. Noch welche? Jep, da kommen noch ein paar. Also zumindest erstmal einer. Noch was? Lebt hier noch einer? Oh, ach so. Das waren nur Cent, das sind also Centbeträge.
was die Leute bei sich haben. Sehr ärgerlich immer. Nicht sterben. Just body so far. I'll tell you when that changes. Habe ich das jetzt aufgehoben? Ja, der ist. Ja, hätte mich so weiter. Also nicht sterben, ich komme gleich. Wollte nur kurz hier ein bisschen Kram aufheben. Oh, hier ist ein Zug in der Nähe, oder? Armes Pferd. Nochmal hier plündern kurz. Na, hier wird auch noch einer. Oder zweier. Macht er was? Ja, macht was. Ist hier irgendwas drin, was wir irgendwie gebrauchen könnten? Ah, da. Das haben wir wohl voll. Ansonsten haben die sehr viel Dynamit, also die haben Bohr. Bereiten sich gerade auf irgendetwas vor. Hier ist. Achso, hier ist noch ein Treffer. Zack, da sind wir. Sieht nicht aus, als ob hier was ist. Hier. Halt, hier war was. Kann ich es nehmen. Oh, Zähne. Zähne ist 4. Und wieder den Hut verloren. Naja, die haben wir irgendwo noch. Okay, komm, gehen wir weiter. Hier ist auch nichts. Gucken wir noch mal kurz hier rein in den Raum. Achso, die kann ich nicht mitnehmen. Was war hier gerade? Noch ein Schreibtisch. Oder Schublade. Schreibtisch ist es ja nicht. Und hier? Nein, ich meine hier. Ist das was? Keine Ahnung. Wer weiß, was sich da in diesem Raum befindet. Wir haben ja eigentlich fast alle durchsucht, also sollte irgendwo sein. Vorne sind noch zwei, also auf die kommt es jetzt auch nicht mehr an. Die beiden können wir auch noch kurz alles mitnehmen, was die so haben.
Sehr schön. Was mache ich jetzt? Will ich das Ding reiten? Das Ding reiten, den Wagen mitnehmen? Hey, can you just check the crates first? We need to know what we got. Okay, dann schauen wir doch erst rein. Here. Come on. This is full of new rifles. We can sell those, right? We sure can. We'll check the rest later. Now, come on. Let's go. Was ist das für Dynamit? Let's go, let's go. Get this back to camp. Yep. Wir brauchen das. We need to get these back. Come on. Gia. Fall in. Oh, das sieht ja schick aus. Mit dem Sonnenuntergang. Coming our way. Keep it together. What's a black feller doing coming out of Shady Bell? In one of our wagons? So machen. Okay, komm schnell weiter. I should think we're out of the woods then, so to speak. Boy, oh boy. You did good. We did it. Well, let's get to camp before saying anything like that. I know Sean's been bringing in quite a lot lately. And I wanted to... It's good to have something to show like this. Sean's a loudmouth bragger. Don't worry about what Sean does. Hey, I like him, you know? Well, so do I. Guess for better judgment. Just... You worry about you. He wasn't on Leviticus Cornwall's train with me. We had to dig him out of Blackwater. But... Enough, but nothing. Me and Dutch, and everyone who counts, we know what you do for this gang. We notice. Keep it up. You're gonna start seeing things change for you. Okay then. Okay. Thank you, Arthur. Okay. Schön. Haben wir das auch geschafft? Sehr schön. Hat ein bisschen gedauert, weil ich immer gerne mal in jede Ecke gucke und alles Mögliche mitnehme. Damit wir da auch viel einsammeln können. Die ganzen Gegenstände können wir dann wieder verkaufen und da wieder irgendwas im Lager zu holen. Und das Bargeld, was ich bei mir habe, das wir bei uns haben, das möchte ich dann halt nehmen, um Avo was zu gönnen. Lenny, coming back. These are fine rifles. Right? I'm gonna keep one, just for me. Hey, I always enjoy riding with you, kid. You know how to fight. Hey, you too. Anytime, Arthur. Zack. Du gehst es. Okay, wir essen jetzt noch ein bisschen was und danach geht er einfach ins Bett, denn morgen ist ja wieder ein anstrengender Tag, denn da gehen wir zum... Mal schauen, aber das ist wieder...
das mit den anderen. Deswegen rufen wir das Ganze hier über den Fortschritt auf, über die Story, Kapitel. Und das haben wir gemacht. Und doch was gefehlt. Hammer. Okay, ein bisschen zu lange gebraucht. Genauigkeit mindestens. Habe ich doch. Ich habe doch da nichts benutzt, oder? Ich dachte, ich habe keine benutzt. Also nicht wissentlich. Na gut. Sei es drum. Ich dachte, davon ist der, oder? Nee, ist er nicht. Ah, ich finde ihn immer nicht. Da steht immer kramischerweise irgendwo da, wo ich nie hingucke. Ich glaube, das ist er. Essen wir noch kurz was. Oh, was für ein großes Gewehr. Wir nehmen uns eine Schüssel. Und dann schlafen wir. Und morgen, wenn wir ausgeschlafen haben, beziehungsweise das nächste Mal, reisen wir dann weiter und mal gucken, was uns dann erwartet. Lecker. Aber lecker. Ach so, halt, bevor ich dann irgendwie noch was anderes mache, beziehungsweise uns schlafen und liegen, können wir nochmal hier ins Buch gucken. Das müsste hier sein. Und alles soweit verkaufen, was wir gefunden haben. Ja, wir spenden das nicht. Das auch nicht. Den anderen Scheiß. Oh, muss ich aufpassen. Beim letzten Mal konnte ich immer gleich verkaufen, verkaufen, verkaufen. Muss ich gucken, dass ich den Diamanten oder den Goldbahn verklopper. Weil den möchte ich nämlich gern behalten. Oh, ach so, ein. Na gut, sind auch 5 Dollar. So, wir machen wieder halt das. Verkaufen noch die restlichen Kram. Oh nein, oh Gott, das war, da hätte ich aber fast was Falsches gemacht. Und nochmal 10er. Also haben wir jetzt auch schon einiges nochmal reingepackt. Ja, nochmal 39. Läuft. Fühlt sich langsam wieder. Hier ist unser Bettchen. Wir müssen nochmal ganz kurz Richtung Kleiderschrank gucken. Denn wir brauchen ja wieder ein was aufs Köpfchen. Und Schlaf können wir jetzt. Okay. Halt. Gut. An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und es würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid. Gerne kommentieren, abonnieren und bis zum nächsten Mal, euer Coach hier. Bye.